So hello everybody, thank you so much for being here. I just wanted to say that this talk will be in German and invite you all to give a very warm welcome to Sabine Moritz and to Walter König. Wir werden heute über das Buch reden von Sabine Moritz, Jena Düsseldorf, und vielleicht können wir auch mit der Projektion beginnen, die dann uns im Hintergrund begleiten wird. Die Idee ist, dass wir quasi hier mit der Künstlerin, dem Verleger und dem Herausgeber über dieses Buch sprechen. Als kurze Einführung, Walter König hat seinen Verlag, die Buchhandlung 1968 begründet. Das erste Buch war Alison Knowles, A House of Dust, ein Buch, was gleichzeitig auch ein Haus war. Und hat seither Hunderte, wenn nicht Tausende von Büchern verlegt. Und wir haben mit Hans-Peter Fellmann letzte Woche darüber gesprochen. Hans-Peter Fellmann sagte mir, für ihn als Künstler in Düsseldorf war das einer der Hauptgründe, weshalb man wirklich in den 60er, 70er Jahren in dieser Gegend gute Kunst machen konnte, dass es immer die Buchhandlung gab von Herrn König, wo man sich eben hinbegeben konnte. Sabine Moritz nach Studium an der Akademie in Düsseldorf und vorher in Offenbach ist Malerin und Künstlerin in Köln. Ihre Werke, die im Buch hier gezeigt werden, über die wir sprechen werden, sind die Frühwerke, sind Werke, die ganz am Anfang ihrer Praxis entstanden sind. Es hat viel mit Zeichnung zu tun, wie wir später besprechen werden. Und diese Zeichnung führt dann immer wieder in die Malerei zurück. So sind vor allem in den letzten paar Jahren sehr viele auch Werke in der Malerei entstanden. Aber ich dachte mir, um vielleicht mit dem Anfang zu beginnen, Herr König, wäre es vielleicht ganz interessant, dass wir ein bisschen über die Entwicklungsgeschichte dieses Buches sprechen. Das tue ich sehr gerne, und das ist eigentlich auch eine typische Situation für unseren Verlag. Wir haben von Anfang an, ich habe die ersten Jahre den Verlag mit meinem Bruder Kasper zusammengeführt unter dem Titel, unter dem Namen Gebrüder König, Köln, New York. Mein Bruder lebte damals noch in New York, und wir haben eigentlich von Anfang an versucht, unseren Verlag als Autorenverlag, also ähnlich wie einen literarischen Verlag, zu führen, und haben uns bemüht, über lange Jahre das Werk bestimmter Künstler verlegerisch zu betreuen, und das ist uns eigentlich auch bis heute gelungen. So gibt es zu einzelnen Künstlern bis zu 20 Bücher, die wir über die Jahre gemacht haben, und die Situation, wie wir jetzt an die ersten zwei Bücher von Sabine Moritz gekommen sind, ist eigentlich auch etwas typisch für unseren Verlag und eigentlich ein großer Glücksfall zu unserem Verlag, den wir Gott sei Dank in den letzten 40 Jahren ein paar Mal erleben durften. Die Geschichte ist erzählenswert, auch nur ganz kurz. Wir beiden, Hans-Ulrich Obrist und ich, hatten uns verabredet, um das Atelier von Sabine Moritz in Köln zu besuchen. Und als wir dann ankamen, kam irgendwie glücklicherweise ein Telefongespräch, was die Frau Moritz irgendwie eine Viertelstunde beschäftigte und wir alleine im Atelier waren. Und etwas unfein haben wir sozusagen uns auch in Kisten und in Schränken rumgesehen, die vielleicht nicht so ohne weiteres für uns erlaubt waren, anzugucken. Und wir haben dort zwei große Mappen gefunden mit Konvoluten von Zeichnungen. Und wir beiden waren hell begeistert von diesen Zeichnungen, weil die waren ungewöhnlich, und es war eigentlich ein Konvolut, das so aussah wie ein Manuskript, das viele Jahre dort schlummerte und darauf wartete, als Buch verlegt zu werden. Das war unser erstes Buch, und das haben wir dann publiziert. Innerhalb von 6 Wochen war das Buch lieferbar, und das geht um Zeichnungen, die Frau Moritz im Wesentlichen gemacht hat, bevor ihre künstlerische Ausbildung professionell begann, und zwar weitgehend in der Zeit, nachdem sie unmittelbar von Jena, ich glaube nach Darmstadt damals, gezogen sind, also in den Westen. Und sie erzählen sozusagen tagebuchartig ihre Erinnerungen an ihre Jugend und Kindheit in Lobeda. Ich muss gestehen, mir war der Begriff, ich kannte diesen Ort gar nicht, das ist eine riesen Plattenbausiedlung unmittelbar vor Jena, wo sie groß geworden ist. Und diese Geschichte wird nun in diesem Buch erzählt. Und dieses Buch
hat erstaunlicherweise extreme Aufmerksamkeit gefunden. Wir haben irgendwie eine marginale Besprechung in der Zeitung gehabt, irgendwie in der Potsdamer Zeitung, komischerweise. Aber sonst gar nicht. Aber es hat irgendwie die Aufmerksamkeit einer kleinen Gruppe von Leuten gefunden, die sozusagen außerhalb der Öffentlichkeit das Buch wohl weiterempfohlen hat. Auf jeden Fall, das Buch in der ersten Auflage von 500 Exemplaren war überraschend nach 3 oder 4 Monaten vergriffen. Und nicht nur aufgrund des Erfolges, sondern auch durch die Beschäftigung eben mit diesen Zeichnungen, die dann einsetzte zwischen gemeinsam mit Herrn Obrist, haben wir uns natürlich um das Freeburg gekümmert und haben uns da informiert und waren fest entschlossen, das weiter verlegerisch zu betreuen. Man muss vielleicht noch ganz kurz daran erinnern, wie sich die ganze Kunstbuchverlagsgeschichte in den letzten Jahren entwickelt hat. Es gibt ja kaum noch klassische Kunstbuchverlage, wie das früher war, dass der Verleger eine Idee hatte, sich den entsprechenden Autor suchte und über 2 oder 3 Jahre dann irgendwann die Monographie verlegte, sondern es gibt ja eigentlich heute kein Buch mehr im Bereich, bis auf ganz wenige Ausnahmen, die nicht subventioniert werden. Der größte Auftraggeber sind heute die Museen und Ausstellungsinstitute, die ihre Kataloge sozusagen unter die Menschen schütten, mehr oder weniger gut gemacht, die sozusagen die klassische Buchverlagsgeschäft eigentlich letztendlich zerstören, weil es ist ziemlich gleichgültig, ob dieser Verlag, ob dieser bestimmte Ausstellungskatalog nun bei Verlag A oder B erscheint. Insofern, aber das ist ein Thema, das sozusagen Armfüllen ist mein Lieblingsthema. Aber zurück hierzu, und wir haben uns dann entschlossen, wie gesagt, weiterzumachen und haben dann eigentlich in langem Prozess, der auch sozusagen verlegerisch von großem Interesse war und mich total gefordert hat und mir enorm Spaß gemacht hat, in einer kleinen Gruppe von 4 Leuten, also das war eben Frau Moritz, Herr Obrist, Frau Plitsch, unsere Grafikerin, die außergewöhnlich gute Arbeit gemacht hat, und ich als Verleger, und entstanden ist dann eben dieses Buch Jena Düsseldorf, das sozusagen die Geschichte auch noch erzählt, eigentlich ein Buch in 2 Ebenen. Das eine sind wirklich narrative Erzählungen, in denen Frau Moritz sozusagen beginnt. Sie ist dann nach Offenbach zur Hochschule gegangen, von Offenbach an Düsseldorf an die Akademie, und immer motivisch Rückgriffe gemacht hat auf ihre Vergangenheit in Lobeda. Aber plötzlich tauchen die Motive in vielen Varianten auf, und es ist eigentlich, wenn man nicht hoch, also kann man sagen, sowas wie eine Geschichte, ihrem Weg, auf ihrem Weg professionelle Künstlerin zu werden. Und die andere Ebene dieses Buches ist eben das Gespräch, was Hans Ulrich mit der Sabine geführt hat und quasi nicht als Textkorpus in das Buch eingeflossen ist, sondern wirklich der Geschichte, die Frau Moritz erzählt, begleitet. Das ist im Wesentlichen, ich sollte vielleicht noch dabei erzählen, Sie müssen sich mal vorstellen, dass mir das als Verleger natürlich irgendwie glatt runtergeht, sozusagen ein absolut No-Name. Frau Moritz ist in der Kunstszene bis heute nicht bekannt. Die Ausstellungen bisher waren mal Beteiligungen, aber auch nur ganz marginal. Und mich hat das besonders gefreut als Verleger, dass es wirklich möglich ist. Das Buch ist mittlerweile auch in einer Auflage von 1500 Exemplaren erschienen. Und wenn Sie sich auskennen, dass wir mittlerweile von so einem Buch 600 Exemplare verkaufen, ist das sensationell erfolgreich, dass sozusagen es immer noch möglich ist, in dieser Form als Verleger Bücher zu machen, und das ist die Voraussetzung, und dass man überzeugt ist von der künstlerischen Arbeit, sozusagen auf andere Ebene als die des Handels oder der Ausstellung sozusagen auf ein wichtiges Werk aufmerksam machen kann, und das auch funktioniert. Jetzt beginnt auch sozusagen die offizielle
Museen und sowas zu reagieren. Es kommen die ersten Anfragen beim großen Wettbewerb in Nürnberg jetzt im Sommer, ist sie eingeladen. Also ist genau das, was man sich als Verleger wünscht. Vielen Dank, Herr König. Und wie Sie sagen, ist ja diese Idee dieses zufälligen Fundes, wenn man so will, dieses Konvoluts mit Lobeda, ist der Anfang von diesen Büchern. Und dann das Buch, was wir heute besprechen, Jena Düsseldorf, war nicht ein gefundenes Buch, sondern wurde sehr konstruiert. Und vielleicht, Sabine, wäre es interessant, damit zu beginnen, dass du uns ein bisschen erzählst über diese Jena Düsseldorf-Zeit, auch über diesen Übergang. Es ist ja wieder ein Übergang, weil bei Lobeda waren es ja Zeichnungen, die sind rein aus der Erinnerung entstanden. Und bei Jena Düsseldorf geht es dann auch um eine Recherche. Ja, ist jetzt ein bisschen schwierig. Auch in dem Buch sind teilweise auch noch Zeichnungen enthalten, die sich nur auf Erinnerung oder Vorstellung beziehen. Aber das zweite Buch war für mich, die Arbeit an den Zeichnungen war praktisch die Befreiung aus diesen konstruierten, nur erinnerten Zeichnungen hin wieder. Eigentlich habe ich immer einen Weg gesucht, wie ich das malen kann. Und diese Zeichnungen hier in dem Buch, die hatten so was Perfektes. Es war dann wie ein Gefängnis, aus dem man wieder rauskommen musste. Und in dem neuen Buch, wie man hier sieht, kommt dann Farbe dazu. Ich bin auch mal in den Ort gefahren, habe dort auch fotografiert, alte Fotos gesucht. Das Ganze ist natürlich auch begleitet. Die Arbeiten sind vor 20 Jahren, grob gesagt, entstanden. Damals gab es im Osten den Zusammenbruch der DDR. Ich war schon 4 Jahre vorher in den Westen gegangen und wir hatten. Und es war irgendwie ein Bewusstsein da, dass diese Welt untergeht. Man wollte irgendwie noch mal was festhalten, zeigen, erinnern, auch vielleicht seinen eigenen Raum ausstatten. Und die Fotos, da ging es mir auch erstmal darum, so ein Gefühl für Proportion. Lief immer alles parallel. Erinnern, entwickeln, die eigene Handwerklichkeit zu vervollkommnen oder zu erweitern. Ja. Und es geht um verschiedenste Formen von Erinnerung. Es sind Häuser, es sind Plätze, es sind auch urbane Situationen. Ja. Also das bezieht sich auf Jena, die Räumlichkeiten eben, das hatte vielleicht auch mit dieser Situation zu tun. Man musste weg aus der DDR, es war eine Art Flucht, Ausreise, alles musste leergeräumt werden, zusammengepackt. Dann gibt es wieder in der Erinnerung nochmal einen ganz frühen Rückgriff auf Arbeitsorte meiner Eltern. Das Laboratorium. Genau. Aber das wird dann alles in dem Interview, in dem Text auch nochmal erzählt. Etwas, was ich fragen wollte, es ist ja Lobeda, ist ein Porträt von Lobeda und dann hat man ja auch wieder mit Jena, wenn man so will, eine Art von Porträtsituation. Oskar Kokoschka sagte einmal, es ist eigentlich unmöglich, ein synthetisches Bild einer Stadt als Maler zu machen, weil eine gewachsene Stadt hat so viele Zeitschichten, es ist so organisch, es verändert sich immer. Und es ist ja interessant, dass bei Lobeda ist eigentlich eine Retortenstadt, das ist ein Masterplan. Vielleicht kann man da noch eher ein Porträt machen, aber es ist trotzdem sehr komplex. Ja, ja, ich weiß nicht, das ist eine sehr ostspezifische Sache. Das hat mich teilweise auch fasziniert, die Auseinandersetzung damit, weil im ganzen Osten bis nach Sibirien praktisch wurden diese Plattenbauten gemacht. Und im Grunde war das eine ganz simple, überschaubare Struktur, was gebraucht wurde. Immer wieder Schulen, Kindergärten, Kaufhallen und die Menschen, Bushaltestellen, wo die Leute zur Arbeit fahren konnten. Und der Sinn war, möglichst schnell, mit möglichst wenig Aufwand an Geld und Zeit, möglichst viele Menschen auf einem Ort unterzubringen. Ich meine, das ist städtebaulich ja heute auch noch ähnlich wahrscheinlich. Etwas, was ja auch passiert von Lobeda zu Jena Düsseldorf, ist, dass die Farbe auf einmal ins Spiel kommt. Kannst du dazu vielleicht etwas sagen? Weil es geht ja in die Malerei, es ist der Weg zurück in die Malerei. Ja, genau. Das war formal. Ich bin da etwas altmodisch, ist immer der Wunsch, das Primat der Malerei, irgendwie wieder einen Weg zu finden, malen zu können. Und das umzusetzen, ein Thema zu haben, an dem man sich abarbeiten kann. Vielleicht, Herr König, wäre es interessant, von Ihnen noch ein bisschen mehr zu hören, wie das Buch denn konkret auch aufgebaut wurde, weil es war ja
im Gegensatz zu Lobeda so als gefundenes, sind eigentlich zwei verschiedene Formen von Büchern. Lobeda ist eigentlich ein Künstlerbuch. Sie haben sehr viele Künstlerbücher verlegt. Die werden einfach so gefunden, vom Künstler gelayoutet. Und bei Jena Düsseldorf ist es doch sehr konstruiert. Wie gesagt, Lobeda haben wir eigentlich als fertiges Manuskript 10 Jahre da unbeachtet im Atelier gefunden und haben eigentlich den Titel entworfen, den Lauf des Buches relativ schnell festgelegt. Den hat auch Frau Moritz weitgehend selber bestimmt. Wir haben mit Atelier, wie das so üblich ist, die ganzen Blätter ausgelegt und haben dann in 2 oder 3 Sitzungen relativ rasch die Folge des Buches festgelegt und haben das Impressum formuliert, damit war das Buch fertig. Ganz anders war das bei Jena Düsseldorf. Jena Düsseldorf war ein langer Prozess. Wir haben uns erst sozusagen unabhängig von dem Material, also sozusagen ohne die Zeichnung an den Tisch gesetzt und haben versucht, ein Konzept zu entwickeln für das Buch, sind dann aber schnell, hatten, was ich vorhin schon kurz erwähnte, haben überlegt, bringen wir das Interview sozusagen im Anhang und lassen das Buch möglichst authentisch Sabine Moritz oder versuchen wir sozusagen dem Leser etwas Lesehilfe zu geben. Das war ein ganz langer Prozess und wir haben an dem Buch sicher 4, 5 Monate fast wöchentlich gesessen und haben so Details nachher lange diskutiert und ausprobiert. Hat der Umschlag nur einen weißen Rand oder ist er angeschnitten? Also wir haben sozusagen jedes Detail auf den Kopf gestellt und das war eigentlich auch eine große Freude und es hätte auch anders sehen können, aber und wir haben auch heftig miteinander diskutiert und ausschlaggebend war eigentlich wirklich, wir hatten Frau Klitsch, eine außergewöhnlich tüchtige, begabte Grafikerin und Bildredakteurin, hat uns letztlich auf den Weg gebracht, weil wir haben immer wieder gesagt, kannst du das mal verändern oder mach das mal größer und das kleiner und dichter und ich glaube, das Buch ist bestimmt 7 oder 8 Mal geprüft worden. Also wir haben extrem viel Aufwand reingesteckt. Aber wie gesagt, und das freut mich natürlich als Verleger besonders, wir haben irgendwie die Aufmerksamkeit der wenigen Multiplikatoren gefunden. Und das hier eben auch, sodass das Buch irgendwie, normalerweise ist es kommerziell gar nicht möglich, solche Bücher zu verlegen, weil rechnerisch sind solche Auflagen ab 3.000 oder 4.000 möglich, weil die Vorkosten und die Entwicklungskosten so enorm groß sind. Aber wir haben es irgendwie hingekriegt und wie gesagt, das ist eigentlich, ich glaube, dass sich diese ganze viele Arbeit, die wir da reingesteckt haben, wirklich bemerkbar macht, wenn Sie das Buch mal selber in die Hand nehmen und sorgfältig durchsehen. Jetzt eine Sache, die auch interessant ist, ist, dass Sie ein sehr langes Interview und irgendwann ist diese Idee aufgekommen, dass man das eben nicht linear abdruckt, sondern dass das gescattert wird, dass es fragmentiert wird und es werden ja den Bildern immer auch wieder Teile des Interviews zugeordnet, die dann auch übereinander stimmen. Wie ist es dazu gekommen? Weil in meinen Interviews, die bisher veröffentlicht wurden, ist das eigentlich zum ersten Mal, dass es... Aber da war uns ja nun sehr wichtig, dass es nicht so, was ich vorhin am Anfang versuchte zu erklären, es ist sozusagen auf 2 Ebenen lesbar. Man kann den Text lesen, unabhängig von den Bildern. Und wir haben uns auch bemüht, dass die Texte nicht sozusagen didaktisch auf das hinweisen, was Sie auf der Seite gerade sehen. Weil das wäre auch ein bisschen platt. Und ich glaube, das funktioniert in dem Buch sehr gut. Die Lösung sozusagen, das Interview lineal abzudrucken, wäre durchaus von der Konzeption her, wie von meiner Vorstellung, durchaus sinnvoll. Wir brauchten den Text mehr als formales Material, um die Bilder, sagen wir mal, besser ins Spiel zu bringen. Weil wenn Sie irgendwie 200 Bilder auf 150 Seiten anordnen, wird jedes Buch langweilig. Und das war, glaube ich, der wesentliche Grund, warum wir den Text sozusagen eingeschoben haben, weil Sie können irgendwie ein Buch, oder Sie machen genau das Gegenteil, was wir gerade gemacht haben, ein wunderbares Buch mit Fischi Weiß über die AirPods mit 800 Bildern. Das ist genau das Gegenteil. Das ist sozusagen angelegt, das Buch können Sie nie in Ihr Regal stellen, weil
Das können Sie sozusagen über die nächsten 10 Jahre angucken und Sie finden immer wieder Fotos, die Sie nicht gesehen haben. Dies war aber ein ganz anderes Prinzip von Wu. Dann gibt es ja auch die Frage, willst du vielleicht dazu noch was sagen, ja, Sabine? Es war erstmal auch ganz schwierig. Die Arbeiten, die sind alle DIN A, im DIN A2 Format, bis auf so ein paar Ausnahmen von Ölbildern. Die waren völlig heterogen und ich hatte dann immer die Vorstellung, die Bilder erzählen eine Geschichte hintereinander und das Interview erzählt auch nochmal die Geschichte und das ist so ineinander verschraubt wie ein Treppenhaus, wie zwei Treppenhäuser, auf denen man sich nicht begegnet, wie zwei Spiralen, wie im Reichstag oder Schloss Chambord, wenn das jemand kennt. Ja. Und etwas ist ja auch, das hat ja auch mit dieser Räumlichkeit dann zu tun, es gibt ja auch diese Spaghetti Junctions, es gibt diese riesigen Autobahnkreuzungen, wenn man so will. Ach so, da, ja. Hat das ja auch fast so was von da, ja. Davon. Aber etwas, was ich fragen wollte, ist auch bezüglich des Buches sind diese Übergänge, weil ich glaube, während dem Lobeda eben einfach ein Porträt ist, von Lobeda sind es hier viele Übergänge. Der Titel ist ja ein Übergang. Es ist der Übergang von Jena nach Düsseldorf. Es ist auch der Übergang von der Lüppertz-Klasse in die Richterklasse, was ja ein sehr großer Übergang war. Kannst du vielleicht dazu noch was sagen? Was soll ich dazu sagen? Ja, einerseits der Übergang von, zuerst der Übergang von Jena nach Düsseldorf. Ja. Jena, Düsseldorf, das ist ja eine persönliche Geschichte, weil wir ausgereist sind aus der DDR. Ich weiß nicht, wie weit das Wissen heutzutage noch über DDR reicht. Dafür ist das Buch vielleicht auch ganz interessant. Und der Übergang von Lüppertz Klasse zu Richterklasse, das ist halt eine formale Entscheidung gewesen, weil ja, im Buch erwähne ich, dass es in der Lüppertz Klasse zu viel Gruppenzwang gab. Dem ich gern nach einem Jahr dann entkommen wollte. Ja, aber da gibt es auch schöne Anekdoten. Ja. Irgendwo erzählen Sie ja mal die Geschichte, dass Sie beim Lüppertz irgendwo in der Ecke kurz vorm Klo gesessen haben. Am Waschbecken und dann viele Flecken auf Ihren Zeichnungen heute noch sichtbar sind, eben von dem Waschbecken. Ja. Und das war dann vielleicht doch eine Befreiung, in die nächste Klasse zu gehen, oder? Ach so, ja, das auf jeden Fall. Platztechnisch gesehen war das... war das auf jeden Fall gut. Und vielleicht eine weitere Frage ist die nochmals mit dem Archiv, weil es geht ja auch um Kindheit in dem Buch. Also es geht ja nicht nur darum, dass diese ganzen Plattenbauten, ich hatte mal mit dem Adler gesprochen, der hat ja viele dieser Plattenbauten dekoriert, die sind verschwunden, aber auch die Kindheit verschwindet. Und irgendwie kommt doch bei Jena Düsseldorf, kommen so die Anfänge, wo du dich auch mit Archiv auseinandersetzt. Kannst du dazu noch mehr sagen vielleicht? Ja, ich meine, Kindheit verschwindet ja immer zwangsläufig. Hat man im Laufe der Jahre da immer einen ganz anderen Blick drauf. Und da war es mir vielleicht wichtig, dass es eine bestimmte Form der Kindheit war, die heute vielleicht verschwunden ist. Ja. Einfach. Oder heute ist Kindheit was ganz anderes, als es damals vor 40 Jahren war. Ja. Das Material war damals noch nicht so minutiös geordnet. Ach so, jetzt, was die künstlerische Praxis betrifft, genau, stimmt. Da hatte ich immer so Schachteln oder habe in Fotoalben gesucht, in Büchern, habe da etwas rücksichtslos immer Dinge rausgeschnitten. Und heute in meiner, das ist ja eine ganz alte Arbeit, heute arbeite ich an ganz anderen Sachen, habe ich ein ordentliches Archiv. Und darüber sollten wir ja noch sprechen, weil... Herr König erwähnte ja, und das ist ja, glaube ich, schon etwas sehr Wichtiges mit dem Verlag, dass es eben nicht bei einem oder zwei Büchern bleibt. Sie haben nämlich, hat die Hanne Darboven mal gesagt, das war ein endloser Prozess. Es gab einfach nie, sie hatte nie in ihrem Leben nicht ein Buchprojekt mit Ihnen. Ja, aber das habe ich ja am Anfang auch versucht zu erklären. Das ist auch natürlich nicht zuletzt auch eine wirtschaftliche Strategie unseres Verlages. Wir sind ein kleiner Verlag mit 2 Leuten, also wir haben noch 2 Kollegen, die bei uns im Verlag sitzen und wir haben sozusagen unsere ganze Organisation und Lektorat und Grafik und so, ist alles im Werkvertrag mit einer Gruppe von Leuten, Freelancern, mit denen wir seit vielen Jahren eng zusammenarbeiten. Und diese Beharrlichkeit und das Glauben sozusagen an unsere Autoren, verschafft uns natürlich jetzt, nachdem viele von den Leuten
bekannt und berühmt geworden sind und große Ausstellungen haben. Also es gibt eine Reihe von Leuten, mit denen wir über viele Jahre Bücher gemacht haben und die eben keinen Erfolg haben, keinen wirtschaftlichen Erfolg, aber mit denen wir selbstverständlich weitergearbeitet haben, weil wir auch an ihre Arbeit glauben. Aber manche von denen dann sozusagen die Karriere gemacht haben, honorieren uns das auch. Und so kommen wir manchmal an Aufträge von bedeutenden großen Museen und großen Ausstellungen, wo wir normalerweise als Konkurrenz zu den großen Unternehmen einfach auch wirtschaftlich gar nicht mithalten könnten in der Kalkulation. Also es ist nicht nur so, dass das jetzt für die hehre Kunst ist, sondern es ist auch eine wirtschaftliche und verlegerische Überlegung, warum wir das machen. Und es sind nicht auch alles Treffer, die wir gemacht haben. Also wir haben auch das Werk von Leuten wie Erwin Herich betreut, ein großartiger Künstler aus Düsseldorf, ein Bildhauer und Architekt, der nie so groß Karriere gemacht haben. Wir haben mit dem Ehepaar Blume über viele, viele Jahre Bücher gemacht. Ich hätte denen auch noch mehr Erfolg gewünscht. Also es waren nicht immer nur Treffer, aber es war sozusagen und die Strategie, die wir in den Ende der 60er Jahre uns wirklich überlegt haben, ist eigentlich bis heute aufgegangen. Und ich denke, dass sie die nächste ist, über die wir weiter arbeiten. Darüber sollten wir reden, Sabine, weil entstehen ja, wie du sagst, sehr viele Arbeiten seither. Das ist wirklich das Frühwerk. Es könnte viele weitere Bücher geben. Ich meine, eine Sache, die eine große Rolle spielt, ich habe mit Eric Hobsbawm gesprochen letzte Woche und der sagte mir, als Historiker ist ihm was ganz Merkwürdiges immer wieder begegnet oder ist ihm so erschienen, dass quasi Krieg und Erinnerung sehr stark zusammenhängen. Also in Kriegszeiten gibt es unglaublich starke Formen von Erinnerung. Deshalb interessiert er sich besonders für Kriegshistoriker. Und es geht ja in beiden Büchern geht's um Erinnerung, aber in deiner neuen Arbeit geht es nochmals wiederum um eine ganz andere Form von Erinnerung. Es entstehen ja sehr viele Bilder, die mit dem Krieg was zu tun haben. Wir sollten nicht zu viel über die Bilder reden hier, die wir nicht sehen können, aber vielleicht kannst du uns ja ein bisschen was dazu sagen. Oh, das tue ich ausgesprochen ungern, da das alles noch nicht klar ist und wie gesagt, Dinge, die man nicht sehen kann, darüber sprechen, ist mir sehr unangenehm. Wir können vielleicht doch über das nächste Buch reden. Es gibt sicher unrealisierte Projekte. Vielleicht sollte man noch dazu sagen, was mich auch daran interessiert, es ist Ihre Arbeit natürlich, aber es ist auch sozusagen beispielhaft, denke ich, also zu publizieren, die Entwicklung einer Künstlerin, also sozusagen Ihr Weg zur professionellen Kunst. Und davon ist in dem Buch viel drin und der Weg, sie ist auf dem Weg, also sie ist noch lange nicht angekommen. Also die ich kenne natürlich auch die Arbeiten, die nach Jena Düsseldorf entstanden sind und das ist auch wieder ein totaler Schnitt mit Jena Düsseldorf, weil das ist eigentlich damit abgeschlossen und die ganze Erinnerungsgeschichte ist eigentlich jetzt erledigt, also sozusagen publiziert. Ne? Ja. Allerletzte Frage, die unrealisierten Projekte, Sabine, was ist dein unrealisiertes Projekt? Die noch nicht gemalten Bilder. Und Herr König? Die kommenden. Ich habe eigentlich noch immer seit 20 Jahren eine Vorstellung von einem Buch, was ich aber wohl nicht mehr erleben werde, nämlich eine Bibliografie der autonomen Künstlerbücher seit 65. Da arbeite ich seit langen Jahren dran. Das ist sozusagen meine buchhändlerische Vergangenheit und Geschichte. Und ich bin schon sehr weit, aber ich glaube, desto länger ich dran arbeite, desto mehr wird es. Und irgendwie komme ich nicht zu Rande, weil ich nicht weiß, was ich rausschmeißen soll und was drin bleiben muss. Das ist vielleicht der Moment, wo wir es öffnen. Gibt es Fragen für Sabine Moritz oder Fragen für Walter König? Wenn nicht, können wir das ja auch noch in einer informelleren Situation, können Sie Fragen auch individuell stellen. Dann bleibt es mir, mich zu bedanken, vor allem bei Sabine Moritz für die großartige Zusammenarbeit an dem Buch, für das heutige Panel. Bei Walter König auch für die großartige Zusammenarbeit, vor allem auch dafür, es ist eine Weltpremiere, dass Herr König hier zum ersten Mal überhaupt auf einem Panel auftritt. Er hat das noch nie gemacht. Vielen, vielen Dank wie immer an Marc Spiegler und Annette Schönholzer. Ganz besonderer Dank
für dieses Panel geht, an Samuel Keller und Isabella Mora und natürlich auch an Claudio Vogt und Maike Kruse für die wunderbare Organisation und an Sie alle vielen herzlichen Dank. Danke. Danke dir. Vielen Dank.